Jetzt die Frage zum Thema Baukosten. Baukosten, Pauschalen pro Quadratmeter. Wie hat sich das Thema gerade entwickelt? Kannst du da eigentlich irgendwelche Pauschalen rausgeben? Ja, also wir haben auch schon öfter ja auf unserem Kanal gesagt, dass man mit so circa 3000 Euro pro Quadratmeter reine Herstellungskosten für ein schlüsselfertiges Haus rechnen kann. Aber auch wieder ganz, ganz wichtig, es hängt immer sehr stark vom Einzelfall ab. Und wir werden auch in den kommenden Wochen bei uns auf dem Kanal nochmal ein Video machen, wo wir wirklich mal auseinandernehmen, was ist denn für diese 3000 Euro dann wirklich drin? Also was für eine Ausstattung kann ich denn erwarten? Ich gebe dir nur mal ein kleines Beispiel. Diese 3000 Euro pro Quadratmeter sind für ein normales Satteldachhaus gerechnet. Wenn du jetzt ein Flachdach haben möchtest, dann wird es schon mal 30.000 oder 40.000 Euro teurer, je nach Ausführung des Daches etc. und Hausgröße und so weiter, weil dieses Dach einfach schwieriger zu konstruieren ist. Und dann bist du natürlich nicht mehr bei diesen 3.000 Euro pro Quadratmeter. Ja? Aber wenn man jetzt ein ganz normales, klassisches Einfamilienhaus ansetzt, dann kann man mit diesen 3.000 Euro pro Quadratmeter nach wie vor rechnen. Und wie gesagt, alles, was on top kommt, wie PV-Anlage, Smart Home-Themen, Garage, auch die Bodenplatte oder der Keller, das muss alles natürlich noch on top mit eingerechnet werden. Und natürlich auch dann die ganzen Extras im Haus, wenn man irgendwie ein bisschen mehr haben möchte als der übliche Standard. Das Ja. heißt, wir sprechen hier, wenn du jetzt so eine Pauschale raushaust, natürlich, das ist pauschal, das ist nicht individuell. Das heißt, bei diesen Pauschalen ist dann auch alles inkludiert, außer die Außenanlage, außer eine Garage. Das heißt, da ist der Keller mit einkalkuliert oder wie Nee, der sieht Keller noch es? nicht. Also Keller kannst du so circa 1000 Euro pro Quadratmeter extra ansetzen für den rohen Nutzkeller, also nicht ausgebaut, sondern einfach nur, dass du unten ein bisschen Stauraum und Technikraum und sowas unterbringen kannst. Und was natürlich auch noch dazu kommt, sind dann die Baunebenkosten. Und das ist natürlich auch sehr, sehr grundstücksabhängig. Also da kannst du so zwischen 10 und 20% von der Haus plus Keller- oder Bodenplattensumme nochmal für die Baunebenkosten rechnen. Und natürlich hast du bei einer Hanglage oder bei schwierigen Bodenverhältnissen einfach nochmal höhere Kosten. Und man kann auch nicht pauschal sagen, dass die Kosten mit Keller bei 15%, für Bodenplatte bei 10% liegen zum Beispiel, sondern es hängt halt wirklich davon ab. Es gibt Grundstücke, auf denen ist es teurer, auf Bodenplatte zu bauen, statt auf Keller, weil man erstmal 2 Meter tief abgraben muss, bevor tragfähiger Boden kommt, ne, und man überhaupt eine Bodenplatte legen kann. Also das ist wirklich sehr, sehr abhängig von den Bodenverhältnissen, von der Grundstückssituation. Auch wie weit ist das Grundstück vom nächsten Kanalanschlusspunkt weg? Baue ich vielleicht in zweiter Reihe, ne, hinter einem anderen Haus, im Garten von jemand anders zum Beispiel? Also es gibt so viele Faktoren, die da wichtig sind und die man im Einzelfall beurteilen muss. Aber ganz grob kann man so 10 bis 20% für die Baunebenkosten annehmen. Ich hatte eben einen ganz spannenden Kundentermin gehabt. Ich glaube, da wart ihr auch mit involviert in dem Thema. Und da habe ich gesehen, wie unterschiedlich auch die Planungen sein können. Das heißt, es wird hier mit einem Fertighausanbieter gearbeitet. Wir müssen jetzt keine genauen Einzelheiten, Details natürlich nennen, aber es wird hier mit einem Fertighausanbieter gearbeitet. Dann ist mir aber aufgefallen, weil wir ja auch mit den Kunden über die Baukostenplanung sprechen, dass auch einiges an Gewerken in Einzelvergabe dann läuft, beziehungsweise in Eigenleistung. Hier mal das Beispiel, da hast du vielleicht auch ein paar greifbare Zahlen für mich. Das Beispiel Keller. Keller wird extern gemacht, macht nicht der Fertighausanbieter. Dann haben wir noch einige Themen in Eigenleistung, die in Eigenleistung gemacht werden, weil der Kunde einfach handwerklich in dem Bereich ausgebildet ist. Und dann haben wir noch ein paar andere Einzelheiten, die dann von externen Firmen ausgeführt werden, weil die günstiger sind als beispielsweise, wenn das alles in diesem Komplettpaket des Fertighausanbieters ist. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Tipps geben, wo man auch noch mal richtig viel Geld sparen kann. Richtig, ja. Also du kannst natürlich, wenn du ein schlüsselfertiges Haus bauen möchtest, auch völlig unabhängig erstmal, ob ein Fertighaus oder in Fertigbauweise oder ein Steinhaus, dann hast du natürlich immer gewisse Aufschläge, weil da ja jemand sitzen muss, der das Ganze auch koordiniert etc. und natürlich noch Risiko und Gewinn des Unternehmens damit reinkalkuliert werden muss. Wenn du manche Dinge dann rausnimmst aus dem Gesamtvertrag, dann hast du natürlich die Möglichkeit, das auch nochmal zu vergleichen, diese Leistung, und günstiger einzukaufen. Beim Keller sprechen wir hier von
5 bis 10%, die man sparen kann. Also sind dann auch, wenn der Keller jetzt mal durchschnittlich so 100.000 Euro kostet für einen 100 Quadratmeter Grundfläche Keller, dann sind wir da auch schnell bei 5.000 bis 10.000 Euro, die man für den exakt gleichen Keller sparen kann, wenn man direkt zum Kelleranbieter geht und nicht zu der Hausbaufirma. Diese 5 bis 10% sind immer die Provision, die der Handelsvertreter bekommt, plus die Aufschläge, die halt die Hausbaufirma nimmt, weil sie natürlich die Koordination dann auch ein Stück weit übernimmt. Und das ist immer die andere Seite der Medaille. Je mehr man natürlich rausnimmt, desto weniger oder desto mehr muss man natürlich selber auf der Baustelle aktiv sein, eventuell auch mal Termine umkoordinieren, wenn jetzt einer ein bisschen später kommt oder gar nicht kommt oder na, es gibt ja beim Hausbau sehr viele Begebenheiten. Also von dem her hat man natürlich viel mehr Management, was man übernehmen muss, was sich aber lohnen kann, wenn man halt am Ende 20 oder 30.000 Euro einspart oder das Projekt nur dadurch machbar ist. Ich hatte letztens auch noch ein Thema, hatten wir auch, glaube ich, mal kurz uns ausgetauscht. Da hatte ich nämlich auch das Beispiel Keller, deswegen habe ich es hier für heute auch mal aufgeschrieben. Da hat der Kunde wirklich ein, das waren nicht 5.000 oder 10.000 Euro, sondern das war weitaus mehr, was der Kunde tatsächlich gespart hat. Und der hat sogar mehr Leistung bekommen. Ja, also er hat einfach mehr Leistung für seinen Keller bekommen, ne? Und das ist natürlich nicht nur immer das Thema Geld sparen, sondern es geht sich ja dann auch nochmal um die Ausstattung, um die Qualität und ja, was gibt es da an zusätzlichen Möglichkeiten an den Ausführungen und so. Absolut, ja. Und da gibt es natürlich, also so die Klassiker, vielleicht mal die zwei, drei Klassiker zu nennen, die bei einem schlüsselfertigen Haus sich meistens lohnen, rauszunehmen, sind einmal die Malerarbeiten, weil die sind relativ teuer, ne? Wir wissen es alle, dass die Arbeitsleistung in Deutschland so das teuerste ist. Bei den Malerarbeiten hat man kaum Materialeinsatz, sondern eigentlich hauptsächlich Arbeitsstunden. Und da kann man sicherlich, wenn man es komplett selber macht, dann spart man gut zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Und selbst wenn man es mit einer Malerfirma vor Ort macht, liegt man immer noch in einem ja, fast fünfstelligen Bereich, den man da sparen kann. Das zweite sind dann die Bodenbelege. Fliesen mal ausgenommen, aber Bodenbelege wie jetzt Parkett oder Vinyl oder Laminat, den man dann selber verlegt, auch da sind die Aufpreise, die die Baufirmen nehmen, relativ hoch. Das heißt, wenn man jetzt zu einer Bodenbelagsfirma vor Ort geht, kann man das deutlich günstiger bekommen. Oder wenn man dann so ein Klicklaminat selber verlegt, dann wird es wirklich deutlich günstiger. Also auch hier spart man sicherlich irgendwo 10.000 oder 15.000 Euro aufs Haus gerechnet. Ja. Und auch Themen wie Sanitärobjekte oder Fliesen oder Innentüren oder also man kann sehr, sehr vieles festlegen, auch im Fertighausbereich. Ist auch was, was viele überrascht, ne? Dass man Fertighaus nicht bedeutet, dass man es so nehmen muss, wie es ist, sondern dass man auch flexibel sagen kann, was man rausnehmen möchte und was nicht. Ja, und vielleicht noch mal ergänzend zu dem Thema, wenn man Dinge in Eigenleistung macht, dann bezahlt man. Also in Eigenleistung heißt auch nicht extern vergeben. In Eigenleistung, man macht selber, man verlegt selber den Boden, man malt selber die Wand an. Dann kauft man das Material, das kann man mitfinanzieren. Die Eigenleistung wird als Arbeitsleistung angerechnet und ist wie imaginäres Eigenkapital. Das ist vielleicht jetzt nochmal so ein Side-Tipp für die Finanzierung, habe ich eben auch noch gehabt, weil relativ viel Eigenleistung war, konnten wir das Ganze nochmal pauschal ein wenig aufhübschen, das Angebot. Vielleicht noch ein Punkt zu den Eigenleistungen ganz kurz. Wenn ihr viel Eigenleistung einbringt und vielleicht auch sagt, oh, uns helfen ja auch Freunde und Bekannte und Familie, dann muss man auch immer schauen, dass man da die Arbeiter, die bei euch auf der Baustelle tätig werden, ausreichend versichert. Also da gibt es so eine, ich weiß nicht, ob es eine Unfallversicherung ist, aber es gibt so eine Bauhelferversicherung, ne, die Bauhelfer auch Unfallversicherung, ja. Bauhelfer oder, siehst du, ist beides. ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, weil das wird auf jeden Fall auch geprüft und im Zweifelsfall müsst ihr es dann wirklich nachweisen. Deswegen kümmert euch da auch frühzeitig drum und ja, nochmal ein wichtiger Punkt zu den Eigenleistungen, ne, dass man die Seite dann nicht vergisst.